Aber hier, British Girl tries German Food. Was sagst du dazu? Also ehrlich gesagt, wenn ich in Briten leben würde, in Großbritannien, dann würde ich gar kein anderes Food kritisieren, weil die essen ja wirklich nur Müll. Diese Bone. Digga, nee, also Black Pudding. Weißt du, was Black Pudding ist? Nein. Dann google mal Black Pudding. Das ist hier kannst du in Google eingeben, YouTube. Black Pudding, das ist eine englische Spezialität. Das isst man zum Frühstück in England. Sag mal diese Black Beans, das hab ich. Oh, hör auf! Schön Black Pudding. Ist das eine Wurst? Ja, das guck mal hier, guck hier. Schön Black Pudding, Alter. Black. Wow, it's all foamy. Amazing. Das ist eine englische Blutwurst. Das ist so schön zum. Das ist so schön zum Frühstück. Schön. Okay, ja. Black Pudding. Schweineblut. Und die filtern das, um so Blutgerinnsel zu vermitteln. Oh, das ist wirklich, also, das ist eine. Das ist eine, ja, hier siehst du weg, guck mal, hier hast du genau einen Teller von englischen Essen. Ja, ja, schön englisches Frühstück. Englisches Frühstück. Ray tackles the other essential ingredient for Black Pudding: diced fat from the pig's back. Diced fat from the pig's back. Also? Schön Fett vom Rücken, vom Schweinerücken, noch in die Wurst rein. In diese Blutsuppe könnte noch Rückenfett rein. Oh, Digga. Black Pudding. Oh, was ist das denn? Das ist das Fett. While I'm left to clean up the traditional casings. The natural ox intestines have been preserved in salt. And now they need to be soaked and flushed through with fresh milk. Wow. Das ist der Darm, da kommt's rein. Das sieht aus wie das Essen. Schön der Darm. Guten Darm. For every 2 liters of pig's blood, Ray's traditional. Ich muss überlegen, was Menschen eigentlich für kranke Schweine sind. Natürlich, ich merke gerade. Die holen sich den Darm und putten da Blut mit Fett rein und dann so, oh, und dann nenne ich es schwarzen Pudding. Die nennen es einfach schwarzen Pudding. Das ist abartig, Mann. Das ist aber, egal was du in England isst, ist es so abartig, Alter. Pass auf, sind Bakes and Beans vegan? Ja, klar, es gibt auch alles vegan. Es gibt auch Black Pudding in vegan. Hast du nicht gegessen, oder? Natürlich, ich habe alles schon. Ja, sehr ekelhaft. Auch in vegan. Also englisches Essen, das kannst du wirklich, das kannst du keinem antun. 100 grams of gently sweated back fat, 250 grams of fried onions. Aber keine roten Zwiebeln. Wach. 2 heaped tablespoons of oatmeal, some white pepper, plenty of salt. Ja, ist das alles Blut oder was? Blut und das Fett. Blut und Fett und Zwiebeln. A generous teaspoon of mixed spice. And finally, half a liter of double cream. Oi, Black Pudding. Und schön rein in den Darm. Schön rein in den Darm. Ich kann da gar nicht hinsehen, schreibe Leute im Chat. Leute, wenn ihr das nicht sehen könnt, wisst ihr? Das ist einfach das, was ihr esst. Nur ja, leider irgendwie schon, ne? Ja, aber Simon, ich sag dir ehrlich, man denkt halt nicht drüber nach. Wenn ich ein Steak esse, denke ich jetzt auch nicht drüber nach, dass eine Kuh darunter gelitten hat. Muss ja nicht. Ehrlich. Ich denke auch nicht drüber nach, was ich esse. So, what we're doing now is tie that one off there. So, I'm going to use this longer the string that you left. Yeah, yeah. Das ist so ein schlimmes Video. Das ist nicht mal ein schlimmes Video. Das ist einfach, die zeigen, wie die es zubereiten. Das ist furchtbar. Schöner Schweinedarm. What a beauty. Oh, was für eine wunderschöne. Oh, die ist eine Beauty. You're starting to look. Boah, das Blut alles schon sah. Like you may have committed a horrible crime. Die haben ein horrible crime committed. Die haben ein Schwein aufgeschlachtet. Aber da lachen die drüber. Ja. Das ist denen scheißegal, das Leben von diesem Schwein. Ah! Ja. Wirklich, ich werd Veganer. Du hast mich. Da hast du richtig leckeres englisches Frühstück. Ja, das ist ja mein Englisch schwer ernst, meinst du, ne? Das war wirklich schlimm. Das war wirklich sehr, sehr schlimm gerade. Ja, da haben wir ein schönes Video geguckt.